Wer mal Geflügelfond für ein leckeres Geflügelrezept braucht, geht einfach in den Laden und setzt sich auf den allerwertesten, denn Geflügelfond ist sauteuer. Unter 5 Euro der Liter nichts zu machen. Dabei fragt man sich, warum? Es ist doch eigentlich nur ein Nebenprodukt, was manche zu Hause sogar einfach wegschütten. Wir nicht. Wir machen unseren eigenen Geflügelfond doppelt konzentriert und bevorraten uns damit. Und dann haben wir gut lachen. Also, nachmachen und mitlachen. Das ist die Devise. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kokst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Die Zutaten ergeben sich aus einer zuvor zubereiteten Gans, Ente, Pute oder sonstigem Geflügel. Bei mir war es der Fond einer zubereiteten Putenkeule von 2500 Gramm, die Karkasse der Putenkeule, bereits enthaltenes Suppengrün 500 Gramm, ebenfalls schon enthalten eine Zwiebel. Mit dabei sind zwei gute Esslöffel Gemüsebrühepaste und ein Esslöffel Knoblauchmus. Hier oben könnt ihr das Video sehen, wie ich die Putenkeule zubereitet habe. Wer mit dem Begriff Karkasse nichts anfangen kann, das sind einfach nur die Knochen des Geflügels. Die Putenkeule wird nach der Zubereitung zerlegt und die Knochen kommen wieder zurück in die Brühe. Das Gemüse bleibt ebenfalls in der Brühe und dann wird alles bei mäßiger Hitze noch einmal 1,5 bis 2 Stunden geköchelt. Danach werden die Knochen aus der Brühe geholt und die Brühe wird durch ein Passiertuch in einen anderen Topf passiert. Man kann auch einfach abschütten sagen, aber es ist hier ein Passiertuch und kein Abschütttuch. Kleiner Scherz am Rande. Kleiner Exkurs: Gibt es einen Unterschied zwischen Geflügelbrühe und Geflügelfond? Ja, den gibt es. In der Geflügelbrühe ist der Fettanteil höher als im Geflügelfond. Durch das Auskochen der Karkasse erhaltet ihr schon mal einen konzentrierten Geflügelfond. Und hier sieht man, dass kaum mehr Fettaugen auf dem Geflügelfond schwimmen. Aber ich sprach ja am Anfang von einem doppelt konzentrierten Geflügelfond. Also wird der Geflügelfond jetzt noch einmal auf den Herd aufgesetzt und wiederum aufgekocht. Bei mäßiger Hitze wird er jetzt so lange geköchelt, bis er sich um die Hälfte reduziert hat. Hier kann man es schön sehen, aufgesetzt hatte ich 2 Liter und bekommen habe ich 1 Liter. Jetzt muss er nur noch in die vorbereiteten Gläser gefüllt werden. Und wie beim Einkochen üblich, werden natürlich auch die Gläser vorher heiß ausgespült. So, war's das? Nein, das war's natürlich noch nicht, wie ich gerade angedeutet habe. Sie werden ja jetzt noch eingekocht. Zum Einkochen werden sie jetzt mit sauberen Deckeln fest verschlossen. Wie ihr zu Hause einkocht, weiß ich natürlich nicht. Ich mache das immer im Topf. Und jetzt werden die Gläser bei 100 Grad 30 Minuten lang eingekocht. Danach die Gläser entnehmen, beschriften und fertig ist euer doppelt konzentrierter Geflügelfond. Und was kostet das Ganze? Ein Bruchteil dessen, was ihr im Laden dafür zahlt. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.